Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu Patch 0.7.6. Und da der Patch sehr umfangreich ist, werde ich versuchen, ihn so schnell wie möglich abzuhandeln. Niemand hat Lust, über 10 Minuten hier ein Patch-Video zu schauen. Vor allem, wenn ich die ganzen Informationen schon Stück für Stück vorher rausgegeben habe, da werde ich auch darauf hinweisen, werde die Videos verlinken, dann könnt ihr euch dort noch mehr Informationen und genauere Informationen holen. Und wir starten sofort rein mit den leichten Kreuzern. Die leichten Kreuzer kommen nun endlich ins Spiel. Dallas, Helena, Cleveland war schon drin, Seattle und die Wusta. Und mit den neuen leichten Kreuzern der Amerikaner kommt auch das Arsenal und da gab es schon ein extra Video dazu, wo ich ein bisschen drauf eingegangen bin. Es wird dann auch in 2 Wochen ein neues geben, um zu sehen, was denn sich da wirklich getan hat, wie es denn jetzt wirklich ist, ob es wirklich so toll ist, wie ich das am Anfang gesagt habe. Denn kurzum, niemand wird benachteiligt, man bekommt sogar die Chance auf mehr, als man vorher hatte. Also alles, was man vorher nie bekommen hätte, wird man auch jetzt wahrscheinlich seltenst bekommen, aber zumindest besteht die Möglichkeit drauf. Und was auf jeden Fall der Fall ist, jeder Spieler, der in einem Clan war, egal in welchem, bekommt nun das gesamte Öl, was er für alle Clans zusammen, es wird auf seinem Spieleraccount gespeichert, gesammelt hat, mal 5 in Kohle. Alle Spieler, auch die, die nicht in einem Clan waren, bekommen einen Auftrag, der heißt Kohle für alle. Verdienen sie 20.000 Basis-EP über eine beliebige Anzahl von Gefechten und erhalten sie 5.000 Kohle. Startet man also schon mit 5.000 Kohlen. Sehr gut, Kohlen, haha, sehr gut, sehr gut. Zusätzlich dazu gibt es natürlich jetzt auch einen neuen Ressourcencontainer. Habe ich alles besprochen, schaut rein in Neues vom Arsenal. Ein Video, verlinke ich am Ende. Natürlich auch das Unternehmen, das wir schon besprochen haben. Anfangs hieß es Cherry Blossom, jetzt heißt es Sakura, also Kirschblüte. Das ist eine Operation der Seeschlacht bei der Kaiserin Augusta-Bucht am 2. November 1943. Und wir werden hier etwas Neues sehen, nämlich Nachtgefechte. Seid gespannt. Und am 30. Juni beginnen nun endlich durch den Patch 0.7.6 die Klanggefechte. Die Saison heißt Schlafender Riese. So, und jetzt passt gut auf. Vom 30. Juni bis zum 6. Juli können alle Spieler, die mindestens ein Klanggefecht gemacht haben, ihre Kapitänsfähigkeitspunkte kostenlos neu zuweisen. Das bedeutet, ihr könnt sie von allen Schiffen neu zuweisen, nicht nur von den Tier 10ern in den Klanggefechten fahren. Und es ist halt wie immer nur für Schiffe der Stufe Tier 10, es wird 7 gegen 7 gespielt, ein Schlachtschiff, kein Flugzeugträger, 5 Fliegen, Brise, Sturm, Orkan, Typhoon, Hurricane. Die Belohnungen werden ähnlich sein wie in der anderen Season, wahrscheinlich jetzt auch das Arsenal ein kleines bisschen anders. Es sind nur 6 Karten, der schlafende Riese, der Gefahrenherd, Meer des Glücks, Weg des Krieges, Bergkette, Tränen der Wüste und der schlafende Riese, der ist ja namensgebend. Das Problem ist, die wurden alle ein bisschen geändert. Ich blende euch im Hintergrund hier jetzt die Karten ein, wie sie geändert wurden, wie sich das jetzt auswirkt, muss man dann noch sehen. Aber es wird nicht großartig sein, die Karten sehen jetzt balancer aus, mehr will ich dazu jetzt auch nicht verlieren. Man bekommt natürlich wie immer wieder die Testschiffe. Also gratis dazu, das wird jetzt am Anfang einmal Shimakaze, Hindenburg und Conqueror sein. Wie immer werden sie wieder gewechselt, sie sind nur in den Clan-Gefechten verfügbar. Man kann alle Kapitäne draufpacken, der entsprechenden Nation und so weiter und so fort. Da ändert sich überhaupt nichts dran. Wie schon wie letzte Season wird Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag von 19 Uhr bis 23 Uhr Clan-Gefechte zu fahren sein. Und die Wertung der Clans wird auf den Standardwert zurückgesetzt. Man erhält aber 50 Bonuspunkte für jedes erste Gefecht in jeder Liga der vorherigen Saison. Aber das nur bis maximal 200 Punkte, also 4 Ligen, 4 mal 5 sind 200, bam. Dieses Mal haben wir zum allerersten Mal die Möglichkeit, 2 Teams für einen Clan aufzustellen, Alpha und Bravo. Das bedeutet, jedes Team fährt unabhängig voneinander, die Wertung des besseren Teams zählt für den gesamten Clan. Niemand kommt sich in die Quere, behaltet die Teams bei, dann gibt es kein Problem. Ebenfalls dazu kommen die einzigartigen Verbesserungen. Jedes Schiff der Stufe 10 erhält eine speziell auf sein Schiff zugeschnittene Verbesserung. Als Beispiel haben wir hier die Gearing. Das Modul wird auf Platz 5 eingesetzt. Es wird für jedes Schiff auf einem eigenen Platz eingesetzt, je nach Balancing. Bei der Gearing sind es jetzt minus 15% auf Erkennbarkeit, plus 5% auf die maximale Streuung der Granaten, die vom Gegner abgefeuert werden. Plus 15% für die Ladezeit der Hauptbatterie und plus 5% auf die Ladezeit der Torpedowerfer. Sprich, man bekommt ein bisschen mehr Stealth, wahrscheinlich sowas wie die Shima wird schlussendlich sein. Der wird schwieriger getroffen, dafür weniger Schadensausput für die Gearing. Das ist halt jetzt die Frage. Es will hier das Schiff nicht besser machen, es will nur eine andere Spielweise ermöglichen. Das soll bei allen anderen 20 Schiffen auf Tier 10 auch so sein, inwiefern das jetzt notwendig war. Es bringt ein bisschen mehr Diversität laut Wargaming. Ich sehe das eher kritisch, ich bin ein Mensch, der gerne die Daten der Schiffe weiß. Ich möchte auch wissen, was auf mich zukommt. Ergo, wenn ich weiß, wie ein Schiff gebaut ist, kann ich sagen, das Schiff kann das, das kann das. Mit diesem Modul oder mit dieser Verbesserung hier, die einzubauen ist, kann ich nicht mehr sagen, ob die Gearing jetzt im Gegenteil bei 5,6 km oder bei 5,8 km aufgeht, zum Beispiel. No way.
Und dann bin ich am Arsch, weil ich spiele ja dementsprechend. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema, nämlich verschiedenen Balancing-Änderungen. Die wurden auch schon teilweise angesprochen. Zum Beispiel haben wir die Sau, die bekommt jetzt ähnliche Shima-Torpedos, ein bisschen angepasst, 12 Kilometer Reichweite. Die Pan-Asiaten haben jetzt ihren Nebelvorteil verloren. Es war ja so, hat man Premium-Rauch verbaut, hat man 5 Sekunden zwischen den Nebeln warten müssen und dann wieder neuen Nebel zünden können. Jetzt wird er im normalen Bereich von 120 auf 150 Sekunden, also um 30 Sekunden erhöht. Und im Premium-Bereich von 80 auf 100 Sekunden, also 20 Sekunden mehr. Also man muss jetzt 25 Sekunden warten durchschnittlich zwischen den einzelnen Nebelmöglichkeiten bei einem panasiatischen DD. Das war wahrscheinlich jetzt notwendig durch die Einführung der amerikanischen leichten Kreuzer. Denn die amerikanischen leichten Kreuzer sind nicht einfach zu spielen. Hat man aber jemanden dabei, der einen dauernebelt, dann kann das jeder. Und die Kombination könnte vielleicht zu stark gewesen sein. Aber auch ansonsten, ich fahre ja nicht so oft die Panasiaten, aber wenn ich sie gefahren bin, nebeln, schießen, Torpedos, nebeln, schießen, Torpedos. Man kommt auf den Schaden und das immer und das recht zuverlässig, außer der Gegner fährt davon. Das ist natürlich immer schlimm. Ebenfalls die Gearing bekommt neue Torpedos, sie bekommt jetzt die Torpedos der Fletcher, zusätzlich zu den 16 Kilometer Torpedos, die sie eh schon hat, also jetzt hat sie 16 Kilometer und 10,5 Kilometer, die wird jetzt ein bisschen variabler zu spielen. Die große Voy hat jetzt schlussendlich nicht das Radar, sondern doch den Heal bekommen, obwohl es mal hieß, dass der Heal nicht kommt. Naja, anscheinend war das dann doch nicht schlecht, die haben das vielleicht über die Anzahl der heilenden Punkte gemacht und natürlich auch über die Anzahl der Ladungen. Man bekommt jetzt nur für das Standardverbrauchsmaterial nur eine Ladung. Das ist krass. Also, das ist nicht so gut. Die Feuerreichweite wurde ebenfalls erhöht von 10.970 auf 12.300. Hindenburg und Rohan verlieren eine Sekunde Nachladezeit. Wurde auch schon gesagt, die Moskwa bekommt den 50mm Panzerungsgürtel. Nicht die gesamte Panzerung ist jetzt 50mm, sondern nur der Gürtel. Das ist der Streifen. Das Bild ist eher eingeblendet. Und eine ganz schlimme Änderung. Wir bekommen jetzt bei der Überwachungsmodifikation einen brutalen Nerf und das um 50%. Das bedeutet die Überwachungsmodifikation 1, die vorher das Radarmodul oder das Radar um 40% gebufft hat, das ist jetzt nur noch 20% gebufft. Sprich, Des Moines 40 Sekunden Standard, früher 56 Sekunden mit Radarmodul, jetzt 48 Sekunden. Bam. Am Schluss noch drei Dinge. Wir bekommen jetzt den Hafen vor New York, wie ich euch schon in den Infovideos gezeigt habe, in einer Nachtansicht. Für 4. Juli wird natürlich gefeiert und damit nächsten Patch bekommen wir das Event Sharks und Eagles. Zusätzlich dazu gibt es natürlich neue DDs bei den japanischen Zerstörern, die Kitakaze und die Harugumo. Die werden aber nicht für den normalen Client freigeschalten, sondern nur für Supertester und vielleicht für Kontributoren und ich werde da natürlich ein paar Videos drüber machen. Es gibt noch unzählige Verbesserungen, der Patch ist riesig. Ganz wichtig ist aber, jetzt wird mal der neue Wendekreisradius angezeigt, der im Spiel schon implementiert war, aber im Hafen nie richtig angezeigt wurde. Es gibt auch noch ein paar, es gibt so viele Änderungen. Die müsst ihr euch selbst anschauen, ich verlinke euch die... das Patch-Video natürlich oder die Patch-Seite von Wargaming in der Infobeschreibung. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich bin nicht über die 10 Minuten gekommen. Ich hoffe, ihr seid informiert. Am Ende des Videos hier noch die ganzen Videos, die davon abgehen. Und wenn ihr immer die Infovideos schaut und die Pre-Patch-Videos, dann wisst ihr, was beim Patch kommt 2 Wochen vorher. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Это четырех красавцев. Красавцев. Уплыла в камеру. Или это? Она затягивает меня. Цветок сакуры. Чё тебе не нравится? Чё тебе там не нравится? Я старалась, ты не почувствовал мой огонёк. Целых 25 минут сейчас будем записывать. Или всё же это?